So, da sind wir jetzt auch schon wieder hier bei einem nächsten Minigame. Und ich erwähne kurz, ich habe die Musik hier sehr, sehr leise gestellt, weil einfach, wenn ich sie so laut drehe hier bei Musik 4 zum Beispiel, demonstriere ich jetzt nur mal kurz. Da geht's jetzt zwar, aber ich will hier ein bisschen reden. Also lasse ich es mal auf Musik 3 oder so. Und ihr kennt alle dieses Spiel. Wer jetzt sagt, was ist denn bitte Pac-Man? Davon habe ich noch nie was gehört. Zudem kann ich nur sagen, entweder ihr seid sehr, sehr alt oder ihr seid... Nee, komm, selbst die ganz, ganz junge Generation kennt noch Pac-Man. Pac-Man ist ein Klassiker aus den 80ern circa. Und ja, es ist halt ein Klassiker. Ich denke, damals wurde es heftig gesuchtet. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil damals, ne, also ich bin auf jeden Fall nicht der Pro drin, da drin. Und aber mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ein paar kleinere Problemchen, wenn ich das mal ganz kurz so anmerken darf, mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich traue mich nämlich nicht mehr mit Camtasia Studio aufzunehmen, deswegen habe ich mal probiert. Ich nehme gerade mit Hypercam auf. Hat mir mein Kollege auch die Lizenz dafür gegeben. Nochmal ganz herzliche Grüße. Du siehst das Video jetzt bestimmt. Du schaust dir mal ganz brav meine Videos an. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch für die ganzen Spiele, wo du mir die CDs ausgeliehen hast. Ich bin ein bisschen zu blöd, die Updates dazu zu installieren, aber auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an alle Spiele. Du hast ja echt alles an Spielen. Auf jeden Fall einen ganz großen, großen Dank für die ganzen Spiele. Der hat mir wirklich alles gegeben, auch Zeug, das ich bisher noch nicht aufgenommen habe. Ein Großteil des Zeugs, das ich noch bisher noch nicht aufgenommen habe. Und ja, Hypercam-Lizenz hat er mir auch gegeben. Der hat irgendwie alles. Keine Ahnung, warum er da alles hat, aber der hat halt da alles. Und ja, ist halt so. Auf jeden Fall da nochmal einen großen Dank dafür. Und auf jeden Fall, ja, dieses Pac-Man hier, dafür braucht man allerdings keine Lizenz. Das ist ein großer Vorteil hier von diesem Pac-Man. Ich kann mal ganz kurz ein paar Vorteile ansprechen und ein paar Nachteile. Ein großer Vorteil ist das hier. Wir sind gerade alle Pixel eingesammelt. Jetzt steigen wir Level auf. Das Geile ist, hier verändert sich das Level. Also die Blöcke, die Hindernisse werden anders und so. Also es ändert sich wirklich was. Schon geil gemacht. Ich bin nur ein bisschen zu blöd. Hier unten, hier ist der Entwickler. NocoDSoft müsste er heißen, wenn ich mich nicht mega täusche. Ja. Und auf jeden Fall, das ist halt hier der Entwickler. An den nochmal ein großes Lob hier für dieses super Spiel. Ich habe natürlich schon mal angezockt. Warum auch nicht? Pac-Man ist ein Klassiker. Man hat ursprünglich 5 Leben hier unten. Wir haben jetzt nur noch 3, weil ihr habt ja schon gesehen, wir haben 2 verprasst. Wow, Alter, was machen wir denn hier für eine riskante Aktion? Auf jeden Fall ist es wirklich ein Klassiker. Wer jetzt sagt, kenne ich noch nicht, dem kann ich nur empfehlen. Dem kann ich eigentlich nur sagen, ihr habt ein großes Zeitalter der ersten guten PC-Spiele verpasst. Ich hab's echt nicht drauf. Mein Highscore 12.000 werde ich nie hinkriegen. Auf jeden Fall, ihr habt wirklich ein großes Zeitalter. Wer das hier nicht kennt, der hat echt ein riesiges Zeitalter verpasst. Entweder seid ihr jetzt so 3 oder so, aber dann seid ihr noch nicht imstande, YouTube aufzurufen oder den PC zu bedienen. Also seid ihr vermutlich ganz uralt, aber dann, also jeder, der eigentlich schon mal am PC gespielt hat, der hat dieses Spiel hier schon mal zumindest gesehen, also gesehen schon. Und wer es eigentlich gesehen hat, der hat es auch gespielt. Also habt ihr es alle schon gespielt.
voll logisch, ne? Ich laber hier jetzt einfach mal so. Euch interessiert's nicht, was ich hier laber. Auf jeden Fall, ist wirklich ein Klassiker. Wann weiß ich jetzt nicht, aber wirklich aus den 80ern. Uraltes Original. Geht leider unter Windows 8 nicht mehr. Deshalb diese Windows 8 App hier. Und wirklich ein sehr, sehr schönes Remake. Ist es wirklich wert, mal diese, keine Ahnung. Ah, dieser letzte Punkt. Ah, scheiße. Ist es wirklich mal wert, gezockt zu werden? Es macht wirklich mega Laune. Und jetzt sind wir hier schon Level 3. Alter Schwede. Nicht schlecht. Und die Level verändern sich halt auch von Level zu Level. Ich denke, die KI ist wirklich sehr, sehr ausgewogen noch in den ersten Leveln. Ich denke, die wird aber auch stärker in den nächsten Leveln. Kann ich natürlich nicht beurteilen. Bis Level 3 habe ich schon gezockt. Sieht man auch, glaube ich, hier schon links unten an meiner Highscore. So, jetzt fresse ich hier alle Monster. Ja, es ist halt ein Klassiker. Ein würdiges Remake, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich spiele jetzt einfach noch, bis alle meine Leben aufgebraucht sind, spiele ich jetzt einfach noch ein bisschen hier dieses geile Spiel. Und hier unten habe ich ein paar Punkte übrig gelassen. Und was ich noch gern dazu sagen würde, die KI wird stärker mit führenden Leveln, was man aber sicher schon gesehen hat. Okay, jetzt sind wir tot. Die Highscore haben wir, glaube ich, nicht geknackt. Und das hier finde ich auch sehr, sehr geil, dass wir jetzt ein Geist werden. Sehr, sehr geil gemacht. Highscore trotzdem geknackt. Ja. Auf jeden Fall wird das hier dann jetzt eine kurze Folge. Ja. Auf jeden Fall ein würdiges Remake hier. Einfach das klassische Pac-Man. Nichts groß verändert. Wirklich überhaupt nichts großartig verändert. Einfach ganz normal Neuauflage des uralten Pac-Mans. Und wer das uralte geliebt hat, wird das hier vielleicht auch lieben. Und diesen Hintergrund hier, muss ich sagen, finde ich wirklich eins der großen Pluspunkte an diesem Spiel. Der Hintergrund, weil das ist schon wirklich geil gemacht. Das Uralt-Format hier in der Mitte mit neuen Texturen, aber dann trotzdem noch hier dieses Bild hier finde ich einfach genial. Das Bild allein ist schon lustig, also es hat allein schon Humor. Lol. Ja, Alter, was war das denn gerade für ein Fail? Und das Bild allein hier hat schon Humor. Und dadurch, dass es hier nochmal solche Holzbalken gekriegt hat, ist es nochmal eine Nummer geiler. Und ein würdiges Remake, kann ich gerne nochmal sagen. Und naja, gut, das war's auch schon hier mit diesem kleinen letzten Minigame. Und wir sehen uns, denke ich, wieder beim nächsten Minigame oder auch bei einem meiner großen anderen Projekte von DayZ als Beispiel oder Assassin's Creed oder allem anderen Starbound, was ich gerade noch laufen habe. Guckt's einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Ihr dürft es auch gerne ein Like geben. Würde mich wirklich sehr, sehr über ein Like freuen. Und ja, würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr euch auch für meine anderen Videos interessiert. Da ich noch nicht so bekannt bin, freut es mich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, freut es mich sehr, wenn ihr mir irgendeinen netten Kommentar hinterlasst. Ein Like ist für mich schon sehr, sehr bedeutend. Oder halt einfach einen netten Kommentar. Wie gesagt, ich freue mich. Bis zum nächsten Game. Wir hören uns. Tschüss.